Mannheimer Florian ist zurück bei Harz und Herzlich. Anscheinend hat ihn einer seiner Nachbarn beim Jugendamt angezeigt. Das Leben in den Benz-Baracken in Mannheim ist geprägt von existenziellen Sorgen und nachbarlichem Zusammenhalt, meistens zumindest. Denn in den neuen Folgen Harz und Herzlich erhält Papa Florian schockierende Nachrichten. Jemand aus der Nachbarschaft soll ihn beim Jugendamt angeschwärzt haben. Verpetzt von den Nachbarn, Florian von Harz und Herzlich hat Stress mit Jugendamt. Der siebenfache Vater Florian hat es im Moment nicht leicht. Zuerst verstarb seine geliebte Tochter Lisa Marie und dann wurde der Harz und Herzlich Protagonist auch noch plötzlich von seiner Frau Marina verlassen. Nun muss sich der Mannheimer alleine um die 5 Kinder zu Hause kümmern und seinem Job als Sicherheitsmitarbeiter nachgehen. Und dann meldete sich auf einmal auch noch das Jugendamt bei ihm. Damit hat der 41-Jährige überhaupt nicht gerechnet. Besonders schockierend ist für ihn, dass es eine Person aus der engeren Nachbarschaft gewesen sein soll, die ihn beim Amt meldete, wie Florian dem RTLZ-WEI-Kamerateam erzählt. Vorwürfe vom Jugendamt gegen Harz und Herzlich, Florian, Kindeswohlgefährdung. Zum ersten haben sie mir vorgeworfen, hier drin würde es aussehen wie Sau. Die Kinder würden dreckig draußen rumlaufen, und wenn sie draußen wären, würden sie nur frech zu den Nachbarn sein und dass ich mehr oder weniger mit den Kindern überfordert wäre, erzählt der Harz und Herzlich Protagonist von den Vorwürfen des Jugendamts. Unterm Strich wurde ihm Kindeswohlgefährdung unterstellt. Glücklicherweise konnte er die Vorwürfe erst einmal von sich weisen. Er wäre außerdem bereit, im Notfall seinen Job aufzugeben, um sich besser um die Kinder kümmern zu können, erklärt der 41-Jährige.